Genau. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind bei den Kultisten des Kosmos und sollen hier Informationen sammeln. Wer hat sich diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Gute Frage, nächste Frage. Sozusagen undercover. Komplett ohne Waffen. Ne? Es ist, ich habe Willi. Ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Vielleicht sollte ich ja nicht stehen. Doch, ich bin der Neue. Moin. Hallo. Guten Tag. Kann ich vielleicht reinkommen? Du bist spät. Sehr spät. Zum Glück ist Demos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein... erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen! Ziemlich viele Leute hier. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Du hast jemanden erwähnt. Demos. Wer ist das? Seinen Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Er ist unser Anführer. Ich bin sicher, dass er das glaubt. Aber nein, er ist unsere Waffe. Er ist schwierig, aber er leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide ihn kein bisschen um seine Stellung. Hab Dank. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Demos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Das ist... ja, welche Pläne verfolgt der Kult? Seh, ich bin der Neue, ich bin die Neue hier. Ich werde mal so ein bisschen rumschnüffeln. Und doch. Und doch. Und doch. Also, einen olympischen Wettkampf seiner Wahl. Du hörst nicht richtig zu. Vergiss die Mutter, sie bringt uns nichts. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Demos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Die Mutter. Sie hat recht. Setze deine Prioritäten richtig. Ehe du dich versiehst, wird Perikles seine Verteidigung ausbauen und unsere Chance ist vertan. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich brauche weit mehr Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Mein Stuhl quietscht die ganze Zeit, das nervt mich so ein bisschen. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Demos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Na los, mach schon, bringe dein Opfer. Okay. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen? Das darf Demos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Was mit ihr zu tun? Ich
würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Erzähl mir von Deimos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Sind das die absoluten Beginner? Von den Templerorden oder? Wir müssen uns einig werden. Der Kult soll entscheiden. Vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Ich glaube, das ist schon der Vorgänger zu den Templern. Ich komme nicht hoch. Ernsthaft? Jetzt. Und da bin ich gekommen. Da könnte noch was sein. Ich glaube nicht, dass ich durch eine geschlossene Tür muss. Reiß dich zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan! Keine Fragen erlaubt! Ich konnte es nicht tun, aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ich will das nicht. Ja, du wirst es wollen müssen, weil ich es befehle. Los! Nein, ich werde es nicht tun. Gib dem Feigling noch eine Chance. Tyche schuldet dir was, du glücklicher Hund. Du behältst deine Haut. Für heute. Ich hätte es ihm hier gern reingeschoben. Er hätte mich umgebracht. Er ist verrückt. Vielen Dank. Dann ist hier. Mach dich nicht unbeliebt bei ihm. Bestimmt nicht. Aber er hat recht. Ich gehe sofort nach Athen. Ich werde nicht noch einmal versagen. Ich werde Phidias töten. Also müssen wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Keine Ahnung, was er da schon wieder so rumpöbelt.
deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Eigentlich nicht. Das tut es. Okay, dann doch. Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Er ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Die Masken sehen so albern aus. Ob ich die jetzt alle im Rund abmetzeln darf? Oh. Guck mal, er ist da und er hat einen Freund mitgebracht. Das ist doch hier. Wie heißt er? Elpenor ist tot. Wollte schon sagen. Einer von euch ist ein Verräter. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Glück gehabt. Wie will er denn kontrollieren, wer schon dran war und wer nicht? Natürlich. Wir sind gleich der Zweite. Nee, doch nicht. Geh. Dim. It's me, Cassandra. Kind vom Berg. Alexios. Was? Das ist ihr Bruder? Alter. Hä? Erst der Wolf ist ihr Vater, dann der Wolf ist ihr nicht ihr Vater. Jetzt Alexios lebt. Alter. Das ist mega. Du lebst.
kennen mich. Meine Familie. Sie wollen meine Mutter töten. Nimm doch einfach mal die Maske ab. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Jetzt wird sie ein bisschen herrisch, habe ich so das Gefühl. Alter, das muss ich auch erstmal gerade verdauen. Cooler Bogen. Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Deimos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene, wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Ja, eben. Perikles ist ein großer Feldherr, der den Attischen Seebund gegen die Spartiaten führt. Man sagt, er sei skrupellos. Wir führen den Bund gegen niemanden an. Perikles ist ein Mann des Friedens. Dieser Krieg wurde ihm aufgedrängt. Uns allen. Ein Feldherr, der keinen Krieg will? Unwahrscheinlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Athen! Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet, wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Was für ein Zufall. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Sehr, sehr gerne. Der Kult des Kosmos. Ach du Scheiße. Der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation mächtiger Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. So in der ganzen griechischen Welt nach Hinweisen um die Identität. Oh, da kam mal was Neues dazu. Okay, Kultisten. Der Kult des Kosmos. Den haben wir schon erledigt. Den haben wir auch schon erledigt. Ah krass, da kriegen wir echt gute Rüstung von denen. Alter, die müssen wir uns holen. Hör es mal an, was hier kriegt man legendäre, epische. Voll die epische Ausrüstung. Guck das mal an. Mega. Ich
schauen wir das gerade alles an. Ey, wenn wir ein paar von denen besiegt haben, haben wir alles auf episch. Mal schnell speichern. Das ist ja geil. Das Schlangennest. Level up! Yay! Promoted! Guck mal, wer da ist. Kennen wir dich nicht? Bist jetzt sauer? Habe ich dein Tier erledigt? Au. Au. Huch, kommt die denn her? Oh, warte mal. Das gibst du mir mal. Ich habe mehr Leben als du. Au. So, nächster Söldner besiegt. Die hat aber nichts Gutes getroppt. Alter, das ist so krass, was für Wendungen das Spiel nimmt. Level 50. Alter, das müssen wir unbedingt machen. Das müssen wir unbedingt machen. Wir müssen ungefähr so Level 16 oder 17 werden. Oh. Hi. Ja. Na los. Da kriegst du als Belohnung ein komplettes episches Set. Das ist so mega. Muss ich heute unbedingt Livestream mich mal so hoch leveln, dass ich das dann aufnehmen kann morgen. Das ist echt so mega, ey. Also mittlerweile hatte ich das Spiel richtig gepackt. Eine Folge nehme ich jetzt noch auf. Die kommt heute noch. Und dann machen wir mal Feierabend. Es ist mittlerweile auch schon wieder 6:30. Ich wollte eigentlich seit 1 im Bett sein. Weil hier ist ja jetzt gerade ein komplett neues Spielelement dazu. Ey. Rechts vor links. Ist da gerade ein komplett neues Spielelement eigentlich dazugekommen? Warte mal, ich wollte mal gucken, kann ich eigentlich mein Schiff weiter aufbauen? Ja, kann ich. Ja, Leder brauche ich relativ viel. Muss ich echt mal auf die Jagd gehen.
Aber das kann ich auch unabhängig vom Streamen und von irgendwas anderem machen. Dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht Leder kaufen können, weil wir so viel Kohle. Eroberungsschlacht verfügbar. Das werden wir jetzt aber noch nicht machen. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal. Oder zeige ich das dann nochmal? Ja, das zeige ich nochmal im Let's Play. Ich werde dann im Livestream die Region so runter machen, dass die Eroberungsschlachten verfügbar sind. Und. Und euch dann im Let's Play die Eroberungsschlachten zeigen. Wie gesagt, die Livestreams, die sind ja immer parallel dazu. Jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil ich jetzt viel aufgenommen habe. Aber ich kann auch gerade nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Gerade weil die Story mich so packt. Ich muss einfach sehen, wie geht's weiter. Was kommt als nächstes? Es ist so mega. Persische Überreste. Ach gut, jetzt, ich weiß, wo wir sind. Wir machen an der Stelle aber Feierabend, meine Lieben. Denkt dran, heute kommt noch eine zweite Folge, wie eigentlich immer. Ah, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt, schade. Wo würde ich denn gern, was benutze ich denn? Ne? Was ist das eigentlich? Ist das okay? Okay, ja, wie gesagt, wir machen Feierabend. Wie gesagt, heute kommt noch eine zweite Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, ciao.